Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19 Evoverse. Gestern habt ihr es ja gesehen, die Folge hieß Thank You Roman und ich habe Roman Reigns den Universal-Titel überlassen, quasi so um ihn Respekt zu zollen. Ich habe jetzt auch schon mal ein paar Kommentare gelesen, wo unter anderem geschrieben wurde, dass das spannendste Match war, was jemals gesehen wurde. Ich weiß, dass das kein Hate war oder so, aber einfach nur mal dazu. Ich habe bei mir wirklich in der Familie viel mit Krebsleiden schon zu tun gehabt, auch im Freundeskreis, und weiß daher auch durch einen wiederkehrenden Krebs, wie schwer dieser Weg einfach ist. Und keine Ahnung, das war für mich einfach sowas, wo ich gesagt habe, ich will Roman Reigns einfach nochmal den Respekt zollen, ich gebe ihm den Titel, dass er mit dem Titel abdankt. Der Titel ist jetzt vakant und darum geht es auch in der heutigen Folge. Ich kann euch wirklich schon mal sagen, also heute werden auf jeden Fall 3 Matches kommen. Es wird allerdings heute im Zeichen von Raw stehen, die ganze Folge. Was das Gameplay angeht, weil wir haben hier, zeige ich euch auch mal, Extreme Rules steht an. Übermorgen. Und bei Extreme Rules soll der vakante Titel nämlich wieder vergeben werden. Deswegen werden heute 3 Matches, quasi Ausscheidungsmatches stattfinden. Oben dann quasi bei Extreme Rules, dass wir da einen schönen Fatal 4-Way haben. Wo ich auch automatisch natürlich drinstehe, weil ich ja die Rückmatch-Klausel habe. Wenn ich das Match bei Extreme Rules verliere, habe ich Pech gehabt, dann gehe ich halt auf den letzten Platz im Ranking, habe ich kein Problem mit. Dann ist das auch mal eine andere Sache, dass jemand anders vorne auf den Plätzen ist. Und ja, ich würde dann sagen, wir beginnen einfach mal mit der heutigen Folge. So, da haben wir Dolph Ziggler und Drew McIntyre treffen auf Valenti, Hergi und meine Wenigkeit als Manager. Das gucken wir uns aber heute nicht an. Dolph Ziggler und Drew McIntyre gewinnen. Dann haben wir Chad Gable gegen Connor. Setzt sich Chad Gable durch. Außerdem Natalya gegen Nia Jax. Es setzt sich Nia Jax durch. So, und dann haben wir das erste Ausscheidungsmatch. Der Iceman trifft auf Kevin Owens. Also ich kann nicht sagen, wie das beim Ranking war. Platz 1 ist gegen den Letzten angetreten. Platz 2 gegen den Vorletzten. Platz 3 dann gegen den Drittletzten. Damit halt immer der Stärkste gegen den Schwächsten angetreten ist. So, auf jeden Fall der Iceman mit Black Dragon, Dark Magic, Dark Wolf gegen Kevin Owens. Der Schwung ist schnell, der Einzug ist ein. Los geht's. So, da beginnt der Spaß. Als erstes hier die schwarze Invasion. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn die zu 4 zum Ring kommen. Aber ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht gut aus. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring, accompanied by the Dragon, and representing Wolfpack from Dresden, Germany, weighing in. Das sieht aber schon cool aus, jetzt wo die zu 14 nicht mehr zu dritt, vor allem dass die Einzüge zu viert auch klappen. Kloppt der Haufen hier aber. Na komm, lass uns mal, dass wir die mal komplett im Ring sehen. Big time singles matches coming up here. And I can assure you, these two superstars have been waiting all day to get their hands on each other. Und der eine ist draußen geblieben. Ja, super. 3 stehen im Ring, der andere ist draußen geblieben. Alles klar. Ja, voll Mobbing hier. Ja, komm. Dann skippen wir mal. Wir gehen auf Kevin Owens. Den Fernseher voll leise. Ich höre gar nichts irgendwie. Ja, aber 2 den Fernseher stehen, alles klar. So, Kevin Owens ist auf dem Weg. Dann würde ich sagen, wir skippen aber mal, weil die Folge wird doch noch lang genug. Drücken wir mal dem Iceman die Daumen, dass wir ihn dann morgen, morgen, bei Extreme Rules dann im Match sehen.
through this arena. This is going to be some battle. One-on-one, mano a mano. And I wouldn't at all be surprised. Na, guter Start auf jeden Fall bis jetzt von ihm. Look at the presumptuous attitude of Kevin Owens. It's called confidence, Saxton, and all the elite superstars have it. You have to walk in believing you're gonna beat. Eine Clothesline von Kevin Owens. Oh, aber schon wieder der Konter vom Iceman. Eigentlich ist das ja gemein. Ich glaube, wenn du hier drei Manager hast, ist es eigentlich schon ausgeschlossen, dass du dieses Match gewinnen kannst. Check out Kevin Owens' offense. Ach, das ist einfach so, das stört mich dann noch. Das war in 2K18, so dieses Gegeneinanderlaufen. Kevin Owens is a force within the ring. This guy can go toe-to-toe with anybody. Spike Blade! Nicely done. Wie sie draußen am Feiern sind hier. So, wieder Reversal von Owens. I fully expect him to bounce back though. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. He just has to make sure this doesn't get too out of hand for him. Sometimes der zerstört mal richtig. That's what he wants to avoid here. Yeah, but if you count him out now, guys, you'd be making a very big mistake. Mark my words. DDT. Aber irgendwie abwechselnd. Der eine sitzt einen starken Move, dann kommt wieder der nächste nach dem Reversal, kann auch wieder was raushauen. Das ist schon hier abwechslungsreich. Concerned at this point. I know it's somewhat early still, but this could be a pivotal point in this match, guys. Let's see how he reacts here. Oh boy, he is rolling. And there's his speed paying off. Ja, geil, Mann. Hier, der Eismann hat die Schnauze voll vom Ringrichter. Einfach mal einer auf die Fresse gehauen. Ja, einfach mal Clothesline. Hier, hau ab. Sehr geil. Match des, oder Szene des Matches ist auf jeden Fall schon da. Ah, hier der Dark Wolf. Willst du Dark Wolf, wenn der eine Maske an hätte, der wird so voll an, hier, wie heißt er? Braun Strowman erinnern, als der damals hier zur Wyatt Family kam. Looking for an opening for that finisher, it seems, and that's a smart move. Just hit the finisher, get the win, and get out of there. Bad spot for him to be in here, guys. He's got to do something to get back in this thing. Oh boy, he is rolling. The damage has been done. He wants no part of the outside. Anytime a superstar sees an opening for their finisher, they got to take it, as Byron was saying. Elongating the match not only gives your opponent an opportunity to get back in it, but you're also running the risk of injury anytime you're in the ring longer than you have to be. Yeah, but sometimes you just enjoy beating somebody up, especially if you're in the ring with somebody like Saxton. He's got die Beine aber rechtzeitig hochbekommen. Nicely executed. He's struggling a bit here. He'll need to find a way to turn things around here. I'd never count this guy out, but I'll tell you what, he's not looking so hot right now. Oh, right across the knee. Here's his chance to win this. That'll knock you silly. Oh, jetzt KO. Kommt jetzt die. Nee, Powerbomb ist reversed worden. Seems to me, guys, like we're just moments away from seeing the finisher, which could obviously. Das sieht aber schon ein bisschen hier komisch aus. Er hat auch noch eine Platzwunde hier durch den Ellbogen. Nicely done, as he gets out of the submission. Calling me surprised, Michael. I did not see that one coming. Oh, das sieht nicht gut aus für den Iceman. Kommt er bei 1 raus. Oh man, I don't know who to root for. Nobody controls the pace of a match. Right like this guy.
right to the midsection. Kevin Owens doing a great job of turning that one around. You have to possess a different type of focus to punish an opponent like this. Oh boy, he is rolling. Oh, und der Iceman, nochmal der Kickout. Ah, der kommt schon noch. Der wenn es einer gibt. Oh nee, ich glaube, der kommt doch nicht mehr. Wenn er das jetzt nicht kontert, war es das, glaube ich. Und wieder da die Popper Powerbomb gekontert. Hat aber jetzt Glück gehabt. Ja, das war immer rausgeflogen. Hat nicht so funktioniert. Muss die Strategie nur mal überdacht werden. Hier der Mantel da von dem einen hier, von, das ist glaube ich der Herr Magic. Ein bisschen zu lang, oder? Wie ist das Match komisch? Keine Ahnung. Kann ja da nicht so ganz hier. So, wenn er jetzt aber sitzt, dann könnte es die Entscheidung sein. Und da gibt es den Codebreaker. Das gefällt mir auch nicht so hier, dieses Hin- und Herziehen, Mann. Also wird Kevin Owens nur so 20 Kilo wiegen. Oh, und da kommt nochmal der Kickout, der Iceman. Ganz knapp am Erfolg vorbei. Aber da könnte der Spear kommen. Ne, doch nicht. Also der Spear wäre sowieso schief gegangen. Aber ich finde es gut, dass auch unter der KI hier so viele Reversal kommen von den Finishern. Also es ist nicht nur so, wenn ich ein Match habe. Und ich glaube, das ist jetzt die Entscheidung. So, da liegt der Iceman auf dem Boden. Eins, zwei. Und er kommt nochmal raus, Mann. Das ist ja zu krass. Oh, er rollt sich raus, Kevin Owens. Was hat der jetzt für einen Pony-Galopp gemacht? Oh, hier, der Magic schnappt ihn sich. War jetzt Missverständnis zwischen den beiden. Was? Oh, wenn das jetzt die Disqualifikation gibt, lache ich, weil bei mir war es nämlich keine. Triple Powerbomb vorm obersten Seil. Das muss eigentlich Disqualifikation, muss ein Patch kommen, das muss eine Disqualifikation sein, Mann. Ja, alles klar. Na gut, die haben ja nichts gemacht, die haben ja nicht geschlagen. Ja, der Iceman gewinnt. Scheiß auf Disqualifikation. Brauchen wir alles nicht. Einfach mal hier ein episches Ende, ey. Sehr geil. So, damit steht dann hier der Iceman im Main Event von Extreme Rules. Das kann man schon mal sagen. Aber es sah auf jeden Fall gut aus, das muss man sagen. Weil halt so der Aspekt, dass es eigentlich eine Disqualifikation sein müsste. Ja. Aber was soll's. Glückwunsch an den Iceman, wir machen weiter. So, dann als nächstes haben wir den Nightmare Giant. Er trifft auf Finn Balor. So. Der Nightmare Giant kommt dann schon als erstes. Das ist der hier mit der Giftgranate. Mit der grünen, glaube ich. Aber das wäre, glaube ich, der, wo das dann gleich so der coole Rauch kam hier. Boom. Giant.
Ja, komm, lass mal zum Ring kommen. Shifting gears now. I'd like to take this opportunity to wish everybody a very happy 4th of July. And if you're into fireworks, don't touch that remote, because this one is sure to be explosive. Ugh, who writes your stuff? Na ja, komm, skippen wir mal. Dauert sonst jetzt doch ein bisschen zu lang. Und Baylor kommt. Ist eigentlich der Dem Baylor nie, oder? Hallo, ich bin Finn Baylor. And from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, Finn Balor. Na komm, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Singles action is underway, and in this one I wouldn't attempt to predict what's going to happen. I'd just be ready for anything. Sometimes that's all you can do. If you haven't hit record yet, now might be a good time. Ich glaube auch hier Nightmare Giant, der redet das hier. Allein von der Proportion. Wobei, das letzte Match hat er, glaube ich, auch verloren, wo es um irgendwas ging. Dieses Seil da wieder. Und flutsch. After all, we're talking about the 2015 NXT Male Competitor of the Year, the overall Competitor of the Year, and the first man to be crowned WWE Universal Champion. There's definitely a confidence and mystery about the man who named himself after the Irish mythology warrior named Finn, and a warrior King Balor. Finn can also be, let's say, a bit demonic at times. There's a quiet, cool confidence. Here he goes. Das würde ich gerne mal sehen mit so einem Braun Strowman oder so. Here's his chance to win this. Finn Balor really needs to dig down deep and fast. Or get a shovel and call it a day. That slam put him in a bad way, guys. Oh, it's over. Just go for the finisher already. I don't understand. Going for the cover. I thought that was it. Balor shooting out of that pinfall like a bullet. As Corey continues to criticize the action in the ring, allow me to take the other side of the argument. The last thing any superstar wants to do is go for the finisher prematurely. No good can come of that. Yeah, you really want to wait for the exact right time. Sie müssen ja viel, viel weiter wegfliegen, oder? That could be the momentum shift. Irish curse! Not done yet. Again! How about one more? Trifecta! For good measure. Things are about as bad as they could possibly be right now for Finn Balor. Looking for an opening for that finisher, it seems, and that's a smart. So, erster Pinfall, der bestimmt schon zum Erfolg führen wird. Ich finde es immer so geil, wenn der Ringrichter wirklich so an die dran kuschelt, um den Three Count durchzuziehen. So, jetzt der Nightmare Giant. Schauen wir mal, ob sein Finisher Erfolg bringt. Ne, Finn Balor mit dem Konter. You know, when you take direct hits like that, it becomes hard to move. If you can't move, you can't win. Anytime a superstar sees an opening for their finisher, they got to take it, as Byron was saying. Überlegen, wann ist jetzt eben das Match? Der Sieger davon, der Iceman, ich glaube, der war schlechter platziert als Kevin Owens. Aber da war die Spanne auch nicht so groß. Das war nämlich das mittlere Match.
Also Platz 3 gegen Platz 5? Weiß ich nicht. Und ich glaube, ich bin auf 4 oder so. Seems to be, guys, like we're just moments away from seeing the finisher, which could obviously put this match on ice. Was war denn das? Oh, Wähler mit dem DDT. Direkt der Pin hinterher. He's got some fight left in him. Wow. The finisher could absolutely end this match. Wollte das nochmal, aber alle guten Dinge sind zwei, funktioniert hier irgendwie nicht. Sometimes it takes two or even three to get the job. He's looking at it. One move after the other. It's devastating. Things are about as bad as they could possibly be right now for Finn Balor. His shoulders are down. Alles klar. Spektakuläres Ende. On fire. Glückwunsch an den Nightmare Giant, der zweite Abonnent, der im Extreme Rules Match drin steht. Also haben wir drei Abonnenten mit mir. Und jetzt gleich noch das letzte Match. Um den ganzen Spaß, wer da noch mit einzieht. Ja, Glückwunsch an den Nightmare Giant. Das wird eine epische Schlacht übermorgen. To get the pinfall victory over such a high-quality opponent is incredibly impressive, Michael. Happy 4th of July, everybody. I sure hope you enjoyed those fireworks. Na komm. Verlassen. Haben wir zweimal ein kurioses Ende bis jetzt schon gehabt. So, Bray Wyatt gegen Braun Strowman ist dann das letzte Match, wo es darum geht, wer bei Extreme Rules im Main Event um den Universal-Titel, um den vakanten Universal-Titel steht. Der Einzug ist hier wieder ein, der Schwung ist schnell, los geht's. So, und Bray Wyatt. Ich glaube, ich habe dem noch Matt Hardy als Manager eingestellt. Ich habe es, glaube ich, vergessen raus. Nee, kann nicht sein. Dann hätte man das ja gesehen. Ah, diese Glühwürmchen. Wunderhübsch. Ja, komm, wir skippen mal. Bevor ich gleich heiser bin, weil ich hier die ganze Zeit das Lied von Bray Wyatt singe. So, der Braun kommt. Bray Wyatt lässt sich erstmal feiern. Ja, eigentlich hätte er gar kein Match verdient. Weil er hat ja erst eigentlich verloren. Aber das sind halt die Regeln. So läuft das Ganze hier. Ja, ich will das mal sehen, wie Braun Strowman jetzt so da drin steht. Das sieht so geil aus. Wenn er dann brüllt und die Leute auch die Arme so hochheben. Ja, aber so schnell kann es gehen. So schnell ist Braun Strowman dann wieder in der Face-Rolle. Wurde er erst jetzt hier für 4 Wochen zum Heel gemacht und jetzt ist er wieder Face. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Crown Jewels Brock Lesnar in der Face-Rolle ist. Aber das hat sowieso nicht funktioniert mit Braun Strowman. Jetzt, aber mal ganz ehrlich, Braun Strowman ist doch auch kein typischer Face mit den Aktionen, die der reißt. Das ist doch Blödsinn. Übrigens sollte das hier ein No-Contest geben oder so. Wenn beide verlieren, wird das ein Fatal 5-Way-Match. Bei Extreme Rules. Weil ein bisschen Face ist ja... aber das ist eigentlich so schwer zu sagen. So ein Braun Strowman, zum Charakter passt sie eigentlich null. Aber wenn man überlegt, WrestleMania, wo der mit dem Nikolas, oder wie hieß, wo er zusammen Tag Team Champion geworden ist. Ist halt schon, ja, komisch. He's got the shoulders down, and he kicks out too soon. Braun Strowman faltering some. He's going to want to make sure this doesn't snowball out of control. Yeah, but it looks to me like he still has plenty of energy in that body of his. I wouldn't look too much into this right now.
This is all part of the process, guys. He knew he would take Ja, ich bin gespannt, was sie mit Bray Wyatt vorhaben, wenn dann Bray Wyatt zurück zur WWE kehrt. Wie denn die Storylines reinkommt. Vielleicht mache ich jetzt Bray Wyatt sowas wie den Shield. Das wär's. Dass die WWE da noch nicht drauf gekommen ist. Weil wo Roman Reigns ja da diese Viruserkrankung hatte, letztes Jahr, war doch Triple H Teil vom Shield. Kurt Angle war schon Teil vom Shield. Lasst uns alle Teil vom Shield sein. Wie Bray Wyatt hat schon Sister Abigail am Stüssel. Und die sitzt sogar, hat gar kein Küsschen gegeben. Ich wollte gerade sagen, Braun Strowman kommt ja wohl da raus. He's throwing the rule book out the window. Disqualify this man. Bray Wyatt on the defensive. I'm with Corey. I suspect the finisher is on the horizon. Ich habe das Gefühl, Bray Wyatt gewinnt das. Oder Braun Strowman reicht gleich ein Power Slam. It seems like that finisher has become more and more impactful with each passing week. If that's even possible. Pinfall. Kicks out on the pinfall attempt. As a former strongman, I'd expect nothing less from Braun. When this guy's on, look out. He kicks him right in the gut. Needless to say, Brian, when it comes to Braun Strowman, you're simply not going to... Da, jetzt liegt Strowman los. Jetzt der Pfad der Zerstörung los. Let's see. Hope you get lucky. No, in all seriousness, if you're facing Braun Strowman... The monster among men picks his opponent up. Oh, Braun Strowman slamming into the mat. But can Strowman follow up here? There's a cover. Could be it. To Byron's point about needing luck against Braun Strowman, I'd say Kalisto used more than a little luck when he handed Strowman a rare loss in a dumpster match. Ich hoffe, das ist jetzt das Ende von Bray Wyatt. And here's the monster among men. Corey, look at the power. Oh, hellacious power slam. That might just be the final nail in the coffin. Bray Wyatt just he goes for the cover. One, two. Was? Nochmal der Kickout? Okay. Bray Wyatt, Maschine. Just go for the finisher already. I don't understand the delay. The object is to win the match, isn't it? Come on, let's rock. Oh, jetzt hat Strowman den Comeback. But can Strowman follow up here? This is a level of destruction no one was expecting. But can Strowman, what a move. He's always had the ability to take it up a notch. Ich schätze, das war's jetzt. Look out, Braun Strowman is measuring. Oh my gosh, from what heights. But can Strowman follow up here? Penny predicament. One, two. Und wieder der Kickout von Wyatt. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt der Power Slam und dann guten Nacht. Riecht sich erstmal hier die Muckis, der Braun. Ah, hier sein alter Finisher. Wo er da so als Monster aufgebaut wurde. Ja, vielleicht tut's. Aber finde ich geil, dass er dann auch den Alternativen auspackt. Wenn er da jetzt ausgekickt wäre, dann hätte das richtig dumm ausgesehen. Braun Strowman. Ja, er wird's also. Einmal Sister Abigail und dann ist er ausgerastet. Sah schon geil aus, der Pinfall. Muss man schon sagen. Ah, das war der gar nicht. Ach, zeigen die gar nicht mehr. Okay. Warum wird eigentlich der entscheidende Pin nie gezeigt? In den Highlights. Denken die sich auch, oh, das ist ja noch nicht so lange her, können wir ruhig mal machen, oder wie? Na gut, dann gehen wir mal hier aus Raw raus.
So, dann hätten wir noch Elias mit einer Promo. Ach, die war das schon. Alles klar. So, dann gucken wir mal hier in die Championship-Ranking. Nehmen wir erstmal die News. Uninteressant. Rivalitäten. Baylor gegen Owens, okay. Ja, Hergi gegen hier den Dark Wolf. Müsste, glaube ich, gewesen sein. Championship-Ranking gucken wir noch rein. So, also Strowman, Baylor, Owens, Iceman. Aber das könnt ihr eigentlich so haken. So, hier der Iceman. Der Nightmare Giant. So, und ich glaube Platz 4. Haben wir die Tabelle mal selber ein bisschen angepasst, damit wir es auch so... Oh, da ist ein bisschen was passiert. Oder auch doch nicht. Ziggler und McIntyre sind an Revival vorbei. Das war es auch schon wieder. Jedes tolle Frauen-Ranking. Ja, nichts los bei Raw. Also wir haben viel gezeigt, aber nichts irgendwie in den News. Also nichts, was man mal erwähnen könnte. Naja, SmackDown Live beginnt. So, da hätten wir AJ Styles gegen Ricardo Valesca Jr. Es setzt sich Ricardo Valesca Jr. durch. Was ist denn hier los? AJ Styles hat sich David Cole angeschlossen? Oder umgekehrt eher? Peyton Royce und Billy Kay gegen Asuka und Mandy Rose. Das setzt nicht Asuka und Mandy Rose durch. Warum denn Asuka und Mandy Rose? Warum denn nicht Sonya Deville? Walter, Tracer und Samoan Omega als Manager gegen die Good Brothers. Da setzen sich Walter und Tracer durch. Damian gegen Sin Cara. Sin Cara gewinnt, Tiger Black, Alexander Wolf, Andrade, Cien Almas und Shinsuke Nakamura in einer Fatal 4-Way Match. Da setzt der Tiger Black durch. Ray mit einer Promo. Aber nur eine Eigenwerbungspromo. Okay, Ace und Wolfhunter gegen hier unsere, die Bludgeon Brothers. Und Ace und Wolfhunter gewinnen. So, dann gucken wir in die News rein, ob das nicht... So, Rey Mysterio trat in den Ring, um seinen jüngsten Erfolg mit der Menge zu teilen und versprach, mehr Siege zu erzielen, um in Zukunft größere Chancen zu bekommen. David Cole hat es Ricardo Valesca nach dessen Taten letzte Woche heimgezahlt und sein Match durch eine eigene Ablenkung verdorben. Dieser Schweinehund. So, die werden wir aber mal auflösen, denn das Rückmatch gab es schon. Es tut mir jetzt natürlich leid für die beiden, aber sie haben ja sowieso den Titel. Und da die ja das eine Match schon verloren haben mit den Bludgeon Brothers, macht diese Rivalität auch einfach keinen Sinn mehr. Ray hat eine Rivalität mit Randy Orton, das wusste ich nicht. Und Valesca und Cole haben noch eine zweiwöchige. So, dann gucken wir mal in die Championship-Rankings rein. Oh, das ist falsch. Hier ist auch nichts passiert, Mann. Hier ist ein bisschen was passiert. Almas ist neue Hauptherausforderer, Nakamura ist abgestürzt, dann sind Kara und El Halil vorbei. Und das war's ja auch schon hier mit dem... Selbst hier in der Tag-Team-Szene ist nichts passiert. Hier, Charlotte ist an Peyton Royce vorbei. Aber das war's auch schon. Naja. Dann gehen wir mal zu Main Event. So, der Iceman gegen Dark Wolf. Jawohl, die Black Invasion tritt wieder gegeneinander an. Der Iceman gewinnt. Mark Barrett gegen Damian. Es setzt sich Mark Barrett durch. Samoan Omega gegen El Halil. Samoan Omega gewinnt Ricardo Valesca Jr., David Cole und Nightman ein Match. Es setzt sich Ricardo Valesca Jr. durch. Dann Dark Magic und Black Dragon treffen auf die EWO. Es setzt sich die EWO durch. Tiger Black gegen Jordan Pigeot. Es setzt sich der Tiger Black durch. Und im Main Event Walter und Tracer gegen Wolfhunter und Ace. Und setzt sich Wolfhunter und Ace durch. So, und damit kommen wir zu NXT. Und an dieser Stelle sage ich mal, weil viele bestimmt geskippt haben, es gibt momentan Red Dead Redemption bei mir. Ich streame momentan Red Dead Redemption ausschließlich auf YouTube, weil ich mal gucken will, ob YouTube vielleicht lukrativer ist zum Streamen als eben Twitch. Aber andere Spiele werde ich weiterhin bei Twitch streamen. Das ist einfach nur mal ein Test, damit quasi, weil viele gefragt haben, ey, Red Dead Redemption, kommt das bei dir? Als Let's Play? Kommt nicht als Let's Play. Ihr werdet einfach so, das, was ich im Stream mache, da könnt ihr zugucken. Vielleicht wird's geschnitten. Also, das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich weiß, dass viele sowieso bis hierhin immer hinskippen. Und jetzt habt ihr nämlich das noch an Informationen bekommen, was ich euch sagen wollte. So, dann Silas Samen gegen Sebastian setzt sich Silas Samen durch. Shayna Baszler mit einer Promo wird von Kairi Sane unterbrochen. Lars Sullivan gegen Somzet. Er setzt sich Somzet durch. Dann T-Man gegen Unpredictable. Es setzt sich der Unpredictable durch. Delta Demon gegen Pete Dunne. Pete Dunne gewinnt. Aleister Black trifft auf Undisputed Era bzw. auf Adam Cole. Es setzt sich Aleister Black tatsächlich durch und im Main Event The Dead gegen K-Dog. Und es gewinnt The Dead. So, und dann schauen wir natürlich hier in die News rein. Da ist aber auch nur das mit den Frauen. Das interessiert sowieso keinen, deswegen werden wir das jetzt nicht vorlesen.
Rivalitäten. Die haben noch 18 Wochen. Ja gut, die Frauen, wir haben ja eh nur drei Frauen hier im Roster. Also echt Zeit, dass dieses NXT-Pack kommt, wo ja zwei Frauen drin sind. So, The Dead und K-Dog haben noch 6 Wochen Rivalität. Ansonsten Black hier mit Cole und Delta Demon mit Pete Dunne. Vielleicht Championship-Ranking, gucken wir nochmal rein. So, Alistair Black ist an Adam Cole vorbei. Oh, hier ist The Dead an K-Dog vorbei. Und ansonsten, hier sind aber auch einige hochgeklettert, oder? Ah, nee, ich weiß warum. Weil ja hier, das sind jetzt die Verlierer von vom Takeover-Paper, wo ich jetzt endlich mal eingestellt habe. Oh. So, Baszler, Bianca Belair. Weil eigentlich ist es egal, was ich hier zeige. Das macht ja gar keinen Sinn. So, was haben wir noch? Schwarz. Gehen wir zu TXN rüber. So, dann Dev Psycho gegen Dave Vedder. Setzt sich Dev Psycho durch. Dann Kairi Sane gegen Bianca Belair. Setzt sich Kairi Sane durch. Nike Striker gegen TJ Hero. Sag was los TV und Baron Blade. Das neue Stable hier. TJ Hero hat neue Freunde gefunden auf jeden Fall. Das ist doch schön. Baron Blade mischt hier TXN auf. Nike Striker gewinnt aber auf jeden Fall. Dann Damon Ace, Cassius Ohno und Johnny Gargano in einem Match. Und es setzt sich Damon Ace durch, dann Roderick Strong, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Adam Cole gegen Jordan. Undisputed Era ist das einfach. Roderick Strong trifft auf Jordan, genau. Roderick Strong gewinnt, dann Hasenhardt, ja, er hält eine Promo. Wird von Gary Cooper unterbrochen und setzt sich in der Promo sogar durch. Und im Main Event Velveteen Dream gegen Nico Goldberg und es setzt sich Nico Goldberg durch. Sehr schön. Leute, ich habe 3 Raw-Matches gezeigt. Heute habe ich gesagt, 3 Raw. So, dann gucken wir mal, was hier in den News drin steht. Nico Goldberg startete eine Gegenoffensive gegen Velveteen Dream und beglich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd und jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Geil. Hasenhardt Jr. rief Gary Cooper zum Ring, um ihn wegen seiner Aktion von letzter Woche zur Rede zu stellen. Die Stimmung geriet schnell außer Kontrolle, als die beiden Superstars aufhörten zu reden und die Fäuste sprechen ließen, was ihre Diskussion in eine handfeste Prügelei verwandelte. Ja. Oh, hier gibt es tatsächlich mal Rivalitäten. Das gibt's ja gar nicht. Bin begeistert. So, Championship Ranking. Da werden jetzt auch bald die Rückmatches kommen. Wie gesagt, heute alles im Zeichen von Raw. Halt wegen dem vakanten Universal-Titel mussten wir heute uns um die Raw-Matches kümmern. So. Ja gut, das ist, hat ja sowieso nichts geändert. Das ist ja bei den anderen auch. Dann gehen wir mal zu Saturday Night's Main Event. Dann ist schon wieder Feierabend für heute. So, Michael Masters trifft auf Death Psycho. Setzt sich Michael Masters durch. Silas Samen gegen The Other Guy. Setzt sich Silas Samen durch. Eine 8-Mann Battle Royale mit Steven, Harrison Adjaye, TJ Hero, King DK, Torben Collar, John Jones, Death Row und Kin Medaru. Und es setzt sich Torben Collar durch. Dann Blade, Ryan Brixen, Steven, Bishop und Michael Adams, es setzt sich Blade durch. Damon Ace gegen El Mysterio, Mysterio Luchador, ja. Und Damon Ace gewinnt. Dann hätten wir noch außerdem Max Peace, Mike Grimwald, T-Man und K-Dog. Und es setzt sich K-Dog durch. Und The Dead trifft im Main Event auf Jacob Cass. Und The Dead gewinnt. So, dann. Achso, News brauchen wir nicht. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen, Leute. Stimmt. Also, morgen dann natürlich, könnt ihr euch schon mal denken wahrscheinlich, morgen dann kein Raw-Match, das haben wir nämlich heute alles gemacht. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, joint gerne in meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung. Meine Social-Media-Accounts findet ihr auch in der Videobeschreibung, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch. Und natürlich auch der Link, wenn ihr beim Everest mitmachen wollt, dort ist nämlich auch in der Videobeschreibung das Video verlinkt. Was ihr euch anschauen solltet, von Anfang bis Ende und euch dann einen Charakter erstellen. Ich sag's immer wieder, nehmt euch die Zeit, wenn ihr euch einen Charakter erstellt. Wenn ihr schnell was hinklatscht, das wird sowieso von uns abgelehnt, weil mittlerweile ist es nämlich so, wir prüfen die Charakter. Und wenn da irgendwas ist, was uns nicht passt, wenn irgendwas unrealistisch ist, wo ich auch im Video darauf hinweise, was unrealistisch sein könnte, dann wird's eben abgelehnt. Dann habt ihr die Möglichkeit, das dann eben nochmal zu machen. Weil wenn ihr euch direkt hinsetzt, euch die Zeit nehmt und euch einen richtigen Charakter erstellt, dann passiert sowas nicht. Dann habt ihr auch nicht so eine lange Wartezeit. Ansonsten, ja, momentan der Uploadplan, jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge von WWE 2K19 der Karriere, um 15 Uhr NHL 19 die DEL-Saison mit den Kölner Haien, um 16 Uhr immer jeden Tag eine neue Folge vom WWE 2K19 Universe Mode, quasi das Evoverse, das Community Universe, wie es ja bei anderen YouTubern heißt,
Und um 18 Uhr gibt es das legendäre Retroverse, der Universe Mode mit den ganzen Legenden. Wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr bei meinem Kanal ein Abo hinterlassen würdet und ja, quasi dann diesen Weg mit uns allen mitgehen würdet. Ich bin dann jetzt raus, bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.